Ja, kommt her, meine Armee. Armee? Achso, du bist beim Abbau. Hast doch dich anders überlegt. Hast dir anders überlegt. Ich hab eben überlegt, was ich gesagt hab. Geh mal bitte da im Fahrstuhl gehen, das wäre ganz lieb. Dankeschön. Geh rein. Danke. Auch sehr interessant, wie schnell die Karotten wachsen. Ich glaube, wir werden da später wohl noch genügend brauchen. Und wenn man hier bei den Seeds reinpflanzt, hilft das, dass da Karotten wachsen? Bei den Nibblern? Was meinst du? Die fressen nur die Karotten, aber kriegen keine Liebe. Ach so, die kriegen nur Liebe, wenn wir sie in Liebe zubereitet haben. Das sieht hübsch aus. Da kannst du mal zu mir kommen. Ja, ich sehe dich doch schon. Mr. Slime. Oh. Da will ich rein. Mach da mal die Seeds rein. Ich habe keine mehr. Das muss man selbst machen. Ich hab die doch alle. Ich hab doch alle. Oh, warte, ich versuche mal eine Reife. Doch, ich hab Karotten-Seeds. Null. Ich ist gerade keine reif. Ich brauche nur eine. Doch, eine. Da. Nein, du kannst hier doch reingucken. Sind hier keine drinne? Nein. Ich hab alle angebaut. Ach so, cool. Die jetzt da rein tun. Vielleicht baut er sie wenigstens an. Oh. War. Hat eine. Hast du jetzt eine Mohrrübe reingemacht oder eine? Ja, aber ich habe sie wieder geerntet und habe wieder Seeds bekommen. Guck mal. Er pflanzt sie ein, ich ernte sie, krieg Karottenseeds. Das heißt, wenn ich jetzt hier Karottenseeds rein tue, pflanzt er Karotten an. Aha. Das heißt, der hat ja hier auch einen rohen Einlauf. Das heißt. Wir bräuchten noch eine Erntemaschine, ne? Dann ist das eine Pflanzmaschine. Weiß nicht, was denn. Ja, der Gatterbot kann eine Erntemaschine sein, ne? Könnte? Den könnten wir ja mal da hinten im Gatter einsetzen. Ich bräuchte nur einen Nippler. Nippler haben wir doch hier drinnen, ne? 12. 14 Nippler sind hier drinnen. Jetzt habe ich welche. Ah, sehr schön. Aber jetzt kann ich einen Gatterbot. Ich stell dir erst noch Zahnräder her. Du, Herr Sebi, den kannst du doch in unseren Gatter einsetzen. Wie der da guckt. Ich finde das so geil. Der guckt mal genischt die. Ich weiß jetzt nicht, wie er Zahnräder hinstellt. Ganz halt sagt er, ich kann keine Zahnräder herstellen. Auf einmal kann er es. Ja, wahrscheinlich, weil wir jetzt das Rezept haben. Mach mal die Lieblingsbeschäftigung. Mach jetzt Ultman. Ist das geil? Ach so, du erntest. Da solltest du den Gatterbot einsetzen. Ja, ich mache ihn doch nur schon mal eine Fläche. Wartet nämlich gerade noch, das dauert ein bisschen länger. Ja, das kann sein. So, jetzt hat er eine Fläche. Die Rezeptliste ist dumm, 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 dumm. Oh, jetzt habe ich ihn. So, einmal. Oh Gott, ist der riesig. Der passt auch gerade so. Da kann man sich draufsetzen. Guck mal, was er macht. Das sind Staubsaugerroboter. Und was macht der hier? Ich kann ihn steuern, glaube ich. Ja, ich kann ihn steuern. Aber der erntet nichts, ne? Warte, ich will mal. Nee, ich kann hier nicht reingucken. Steht auch Äpfel, Bieb. Ach so, du kannst ihm sagen, was er ernten soll. Ja, dann änder mal. Ja, aber ich glaube. Nein, falsch, falsch, falsch. Geh weg. Ich will nicht fahren. Ich kann Change Filter machen und dann kann ich sagen, er soll Karotten ernten. Ja, guck mal, was er gerade macht. Ja, und dann könnten wir den mit einem Rohr anschließen. Hier ist ein Rohr dran an der Seite. Aber das ist ja nicht schlimm. Nö. Oh, hier liegen Seeds. Also, ich war zu weit oben.
Das heißt, er braucht auch nicht so ein großes Feld, weil der Werfer kommt ja auch nicht weit. Ja, dann können wir das doch hier oben bauen. Man müsste es irgendwie machen, dass er die Seeds gleich automatisch reinnimmt. Wir werden produktiv. Ja, das wäre cool, ne? Aber warte mal. Oh, jetzt hast du ihn weggenommen. Okay. Wollen wir erstmal alle Karotten ernten und dann umbauen? Ja. Und dann mal Kopf zusammenrechnen, wie wir das am dümmsten lösen. Die müssen ja auch reichlich zusammenkommen. Ich habe ja über 400, bisschen über 400 Rüpien gesetzt. Rüpien. Das ist ja mal ein bisschen. Ja, das macht alles nachher der Roboter für uns. Ja. Wir müssen mal gucken, wie die Kanone. Oh, jetzt habe ich einen Zaun weggenommen. Ah, alles. Weil dann könnten wir den ja vielleicht ein bisschen näher an den Elevator da hinten machen. Ja, natürlich. Da hast du natürlich recht. Ich habe den ja jetzt nur dahin gebaut, weil ich noch nicht wusste, was wir da in der Nähe brauchen. Es wäre ja Blödsinn, uns die Umgebung dazu zu bauen, ne? Lustig ist, wir nutzen ja bisher immer nur einen Anschluss da hinten. Ja. So, warte, ich guck mal kurz, was die Gear-Produktion sagt. Ja, ich nehme den Zaun weg, ne? So. Oh ja, 34 Gears haben wir schon mal. Cool. Wie viel brauchst du denn dafür? Bisschen Holz, sag ich dir. Nee, wie viel Zahnräder brauchst du? Für so einen Bot brauche ich 8. Ach so, und jetzt stellst du erstmal auf Vorrat her. Genau. Gut. Wenn wir hier den Anschluss haben. Bisschen drehen. Bisschen drehen. Bisschen vorwärts fahren. So, dann müssen wir bloß noch. So. Blöde ist, man sieht das Licht nur ganz kurz. Geh dann könnte man den Zaun auf einfach nach dem legen, wo er halt hinschießt. Idiot. Ich meine natürlich damit die Viecher hier, ne? Ich will einen Futternapf setzen und der springt genau dahin. Und so eine Kanone kostet nun Blufer und ein Woodgear. Oh. Auch nicht gerade teuer. Wenn die aber geherzt sind, dann gehen die sofort in den Strahl, ne? Also brauchen die immer Futter. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Gut, ich kümmere mich erstmal hier drum. Oh, hab ich ein bisschen zu klein gebaut. Na gut, weiß ich wieder. Ach so. So was. Kannst du mal kurz dich hier an diesen scheiß Kanone stellen, ob ich denn das wenigstens mal sehe? Ja, kann ich. Das ist also blind bauen, ist ja unmöglich. Ja. Kann man es ja viereckig bauen. Was brauchen wir da? Seeds willst du reinhaben, ne? Nee, einfach mal ranstellen. Ach so. Ach so, damit du die Fläche siehst. Ja. Siehst du sie denn? Nö. Ich sehe sie. Oh, das ist. Ich will das doch nur so bauen, wie es da geblendet ist. Wie doof ist denn das? Ja, das geht nur. Das kann nur derjenige sehen, der. Ja, aber so kurz ist doch Schwachsinn. Pass auf, du nimmst jetzt einen Pfahl in der Hand und setzt ihn erst. Dann sag ich dir, ob der passt oder nicht. Einverstanden? Das sieht fast gut aus. Jetzt so ein bisschen schräg davon, nach links und rechts. Also sehr schräg. Mach mal auf der rechten Seite weiter. Nein, das ist nicht schräg genug. Der Winkel muss noch... Da, wo du jetzt sitzt, standest, da war gut. Ja, der ist gut. Jetzt noch mal einen daneben, dahinter. Genauso ungefähr. Nicht, ja, noch weiter, länger. Kannst noch weiter nach hinten. Soweit du kannst. Ja, das sieht gut aus. Und jetzt kannst du da lang gehen. Ja. Behalt den Winkel bei.
Ah, ein bisschen großzügiger. Das ist schon ganz schön so. Und jetzt kannst du gerade machen, so parallel zum... Nicht so weit. Noch ein bisschen nach hinten gehen. Ja, so, so. So, genau. Und ja, ah, ja, ja, mach. Ja, mach. Sieht gut aus. Halt nicht dichter kommen. Noch nicht, noch nicht. Einen kleinen Zaun noch, da wo du ungefähr bist. Ja, und jetzt zu mir kommen. Ja, nicht so, noch nicht ran. Ja, das heißt zu mir kommen. Nee, der war richtig. Der war schon richtig, den du eben weggenommen hast. Nein, ja, ist ja egal, wenn es ein bisschen größer ist. So, und jetzt ein bisschen nach innen. Wo ist denn der jetzt größer? Ja, weiter, genau die Richtung beibehalten. Noch nicht anbinden. Ah ja, so. So, guck selbst, das haut ja, fast. Das sehe ich nicht. Nee, die, wenn jetzt du jetzt. Ja. Reicht doch. Ja, ne? Vielleicht da oben, vielleicht noch eine kleine Korrektur. Jetzt würdest du mal dran haften, dankeschön. Ja, so sieht gut aus. Und den kann man auch noch drehen irgendwie, ne? Hoffentlich. Na, hier die Kurbel, was hat die zu sagen? Oder muss man da dran drehen, um zu schießen? Was machst du jetzt? Na, scheiße. Achso. Ich hab den Platz hier gerade noch ein bisschen kleiner machen. Oh, was ist denn das? Ach, ist doch erstmal egal zum Experimentieren. Nein, nicht egal. Ja, jetzt muss nur noch der korrigiert werden. Weil sonst fressen uns die ja hier alles weg, diese kleinen Fressmaschinen. Jetzt brauchen wir eine Truhe. Kann kurz einen Moment dauern. Aber ich könnte dich ja mal kurz wegnehmen. Und Truhe. Nein, nicht noch eine Truhe, Herr Steiner. Nee, das ist der Schleim, den wir freigemacht haben, ne, oder? Den haben wir noch nicht abgebaut, ne? Ich wollte gerade sagen, der Schleim ist nachgespawnt. Hätte ich gehauen. Ah, das ist der, den wir vorhin freigemacht haben. Ja. Wo willst du die Erntemaschine rein? Dann müsstest du den Zaun da aber wegnehmen, ne? Der kommt da ja nicht durch. Aber das haut hier hin. Mach mal kurz den Zaun auf. Ich mach den hier aber direkt an der Maschine auf, ne? Nee, da sehe ich nichts. Gut. Soll ich den Zaun hier wegnehmen? Ja. Gut, dann werde ich den anderen wieder... Ach, den brauche ich jetzt auch nicht setzen, ne? Wir gucken erstmal. So müsste es gehen, ne? Man könnte ihn ja drumrum bauen. Den Zaun, meine ich. Ja, schließt das jetzt einfach wieder. Meinst du, das geht? Ja, das geht. Ja, ist doch drin. Ja, hast du recht. Er kann nicht mehr. Er hat jetzt Stau. Guck, er hat jetzt genug hier hingeschossen, meint er. Sieht so aus, ne? Und vor allen Dingen könnte man denn den... Er schießt wieder. Könnte man den vielleicht das Rohr hier an der Erntemaschine auch an der Truhe anschließen oder direkt an die Anlage gleich? Aber eigentlich für die Truhe würde auch reichen, ne? Kann man da auch Seeds ernten einstellen? Ich habe keine Ahnung, wie du das einstellst. Ich bin rangegangen, so. So. Ja, da steht fahren. Wo hatte ich denn das gemacht? Warte mal. F-Drive? Nee, das ist falsch. Richtig.
Oder war das hier an dem? Nee. Du steckst da drin. Da steht aber wirklich nur Drive drauf. Ich konnte das aber voran einstellen. Das ist der Zaun. Da gucken deine Arme raus. Ah, nee. Ja, das schütteln. Das ging doch vorhin, ne? Da kam dein Menü und da konnte ich dann und dann ging das. Oder müssen wir erst drauf warten, dass die Mohrrüben fertig werden, die Karotten? Kann kurz dauern. Jo, macht ja nichts. Dann lassen wir es erstmal. Hallo Freund da hinten. Ich hab hier was für dich. Guck mal, genau vor deiner Nase. Die Arme. So, mal gucken, was die Gurk-Dingsbums sagen. Ja, immerhin viel. Wir brauchen noch Pilze, ne? Wir machen jetzt Folgendes. Ich gehe jetzt erstmal... Jetzt sind die ersten Karotten fertig. Jetzt gucke ich mal. Ja, aber hier ist nur F-Drive. Nee. Z-Build? Oder stört der Zaun? Mein Zaun ist wieder kaputt. Ich will ja, bin da nur beim Ausprobieren. Jetzt fährt der weg. Warte mal. Bleib aber stehen! Ach, Arschloch. Ich wollte Pizza. Ja, mach das mal. Z. Zaun. Hier kann man aber nur fahren. Oder kann, muss einer fahren und der andere, du warst da vorne dran, aber wie soll man das alleine hinkriegen? Das muss ja auch alleine gehen. Ich bin auch gefahren, wo du geguckt hattest. Ja, und das muss doch auch alleine funktionieren, ne? Theoretisch. Aber hier ist nur Drive. Und dann kann ich Beep machen und mit Tab kann ich das wieder verlassen. Das nicht sagen. Ja, ich weiß. Hat doch vorhin funktioniert. Wenn ich das Rohr abbaue, dann geht das.
dann kann ich Change Filter machen. Mhm. Hä? Wozu ist denn da ein Rohr dran? Dann mache ich es erstmal ab, ne? Lass ich es erstmal ab. Warum das Rohr dran ist? Das führt doch gerade zu der Schmackstube. Der ist durch den Zaun durchgefahren. Spaß macht. Gitterbot-Garage. Wieso ist denn der jetzt durch den Zaun durchgefahren? Jetzt kommt er nicht mehr durch den Zaun. Wir machen den Zaun mal anders. Jetzt macht er das auch, ne? Das reicht aber noch nicht. Der hat ja ein Gesicht! Ach, wenn der voll ist, fährt er automatisch zurück zur Station. Deswegen ging das nicht. Ah, und jetzt schmeißt der andere gleich hinterher automatisch, weil Platz ist auf dem Feld. So, jetzt entleert er sich. Ich vermute es mal. Und dann kommt legt er los und erntet die nächsten Karotten. Cool. Drei, vier, sechs, acht, zehn, elf. Warte mal, und jetzt schließe ich mal das Rohr an. Jetzt fährt er die Moorrüben raus. Mal gucken, ob er auch noch weiter alleine erntet. Ich gehe mal ans Telefon, ne? Mach mal einen kurzen Stopp, ich gehe dann auch mal Pipi machen, ne? Bis nachher.